Ist doch gut, Julian, das ist ja. Moin, ihr Sizzler. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir einen Cheeseburger. Und wir werden überlegen: A, wie können wir den Cheeseburger noch ein bisschen pimpen? B, wie können wir ihn auf ein nächstes Geschmackslevel heben? Und C, wie geht er möglichst einfach zu Hause? Ja? So ist es. Übrigens auch unabhängig vom Grillgerät. Wir werden den heute beispielhaft, das sage ich an der Stelle ganz bewusst, beispielhaft auf dem Kamado, also auf dem Keramikgrill zubereiten. Wer einen Gasgrill, einen Holzkohlegrill oder womöglich nur eine Herdplatte besitzt, kann den auch nachmachen. So ist das es. Das möchte ich an der Stelle sagen. Das geht also für alle. Und wir haben uns heute überlegt, Cheeseburger ist ein Burger, der immer geht. Also wenn ich irgendwo in ein Burgerrestaurant gehe, bestelle ich meistens einen Cheeseburger, weil daran kann ich so ein bisschen messen, wo die Reise hingeht, finde ich. Stimmt, ja. Und das Ding ist, wir können nachweisen, dass wir schon diverse Cheeseburger gemacht haben. Und mit diesem Rezept, glaube ich, können wir noch mal einen rauskitzeln, denn wir haben eine Zutat, meine lieben Damen und Herren, die kitzelt richtig was aus dem Burger raus. Aber die werden wir jetzt noch nicht benennen. Nein, dazu ist mein Video ganz verlesen. So, ich möchte anfangen mit Zwiebeln. Übrigens, Cheeseburger ist, glaube ich, der meistverkaufte Burger bei den Fastfood-Ketten. Ja, der ist auch beliebt, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr auch Cheeseburger-Fans seid. Ich hoffe es, sonst hätte das Video wahrscheinlich angeklickt. So, hau rein jetzt. Ja, ich hau rein. Ich habe hier eine Pfanne mit heißem Fett und werde jetzt die Zwiebeln erstmal anbraten. Wer rohe Zwiebeln mag, ihr müsst das hier nicht machen. Ihr könnt auch rohe Zwiebeln nehmen. Genau. Wir finden aber so ein bisschen gebratene, karamellisierte Zwiebeln, da kommt gleich nämlich noch brauner Zucker mit drauf, sind noch viel geschmacksvoller und geiler auf so einem Burger. Gerade wenn so viel deftige Zutaten drauf sind. Wir haben hier noch Bacon, unser Hack und so weiter. Eine süße Komponente, ja, ist immer gut. Der Punkt ist, gerade bei Zwiebeln oder so wie wir sie jetzt zubereiten, es ist immer gut, wenn ihr bei einem Geschmack, wenn ihr den nachbilden wollt, möglichst viele Gegenspieler einbaut. Ne? Man hat ja zum Beispiel so ein salzig, ein bisschen süß, ein bisschen Säure, ein bisschen Schärfe vielleicht auch. Wir werden das also ganz gut verbinden. Und bei dem Rezept ist es so, diese karamellisierten Zwiebeln sind ein sehr guter Gegenspieler zu den vielen deftigen Komponenten. Ja. Die Zwiebeln sehen schon sehr gut aus, muss ich sagen. Und die werden was. Haben wir natürlich etwas, was auf keinem Burger fehlen darf, nämlich Bacon. Übrigens, da hat sich Landluft nicht lumpen lassen. Die haben mich zu uns gesagt, Jungs, wir haben so einen richtig guten Frühstücksbacon, den müsst ihr mal probieren. Ich muss mal einmal, du kennst es. Und das ist Qualität, sehr gut. Ich Qualität. Ich muss alles immer einmal erschnüffeln. So, beim Grill haben wir auch nicht viel Heckmeck gemacht. Wir haben hier eine direkte Zone, eine indirekte Zone. Und haben auf der Sie direkten auch Zone haben die wir... Die direkte Zone ist mit einer Griddle ausgestattet. Jetzt muss ich den Bacon noch hier runterkriegen. Dann geht der nämlich da drauf und kann einmal schön ausgelassen werden. So wie es ist. Oh, der ist aber richtig groß. Und gleichzeitig ölt er auch unsere Plansche oder Gussplatte, Griddle, was auch immer. Ihr könnt da auch eine Pfanne nehmen, theoretisch. Weltklasse. So, ich rühre mal nebenbei die Zwiebeln. Die Zwiebeln werden irgendwann richtig schön weich. Das sind unsere jetzt. Jetzt muss ich mal gucken. Doch, Flamme ist noch an. Und das ist der Moment, wo ich anfange, Zucker reinzugeben. Und zwar nach und nach. Natürlich nehme ich jetzt nicht so eine ganze Schale voller braunen Zucker, aber schon gut was rein. Denn wir wollen ja auch so ein bisschen dieses Karamellisierte haben und die Süße. Boah, Alter, genial, ey. Alter, aus, ne? Schwimmt da das Fett. Heidewitzka. Man muss ein bisschen aufpassen, weil wenn mal Fett runtertropft, kann das durchaus auch mal eine Flamme geben. Jetzt kann hier nicht so viel passieren, aber bitte passt da immer auf euch auf. Und dann gibt es noch eine Sache, die wir dabei haben. Und wir haben ja davon gesprochen, dass man geschmacklich noch was rausholen kann aus dem Burger. Und ein Punkt, der sehr gut funktioniert, ist das hier. Haben wir letztes Jahr, glaube ich, mal einen Test zugemacht. Ja, wir haben einen Grillkäsetest. Da hatten wir auch diesen Quietschekäse und dieser Käse quietscht nicht und war mit Abstand der beste in unserem Test. Der war nicht nur lecker, sondern den kannst du halt einmal, wenn du vegetarische Freunde hast, kannst du es ganz normal damit machen, aber du kannst ihn auch so, wie er ist, nehmen und hier drauflegen. Das mache ich mal eben. Jetzt gibt es zwei Punkte. Entweder du grillst ihn direkt für Röstaromen oder, so wie wir, und das ist ja der Punkt, wo wir sagen, wir brauchen noch ein Level mehr, indirekt grillen, dass der sich schön aufbläht, dann ist der drinnen richtig, richtig cremig. Damit es im Anschnitt nachher, so, das muss ja auch so Angeberburger werden, ne? Ja, ja. Wobei unser Rost ist ja durchaus auch aufgeheizt vom Grill. Also der Rost hat ja 200 Grad oder so. Das heißt, ein bisschen Farbe, denke ich, kriegen wir trotzdem am Käse. Zieht euch den Bacon rein, ey. Alter, der sieht brutal aus, ne? Und ja, wir haben Fett ohne Ende auf der Platte. Richtig gut. Die Zwiebeln sind übrigens auch gleich fertig. Guck mal, wie schön hier sieht man auch jetzt richtig die Farbe vom braunen Zucker, ne? Das Karamell. Man muss die dann auch mal ein bisschen einfach ruhen lassen. Nicht dauernd wie so ein Kranker da durchrühren, wie ich das anfänglich gemacht habe, sondern einfach mal ruhen lassen. Dann kann der Zucker karamellisieren. Und dann sage ich euch, wird das eine richtig geniale Sache. Die sind auch fertig, würde ich sagen. Sieht gut aus, ne? Ja, ja, ich mache die jetzt runter, bevor sie dunkel werden. Ich habe mich schon mal hier dem Fleisch angenommen. Sagt man, ich habe mich schon mal dem Fleisch angenommen? Ja, ja, ich habe mir Sicherheit schon mal dem Fleisch angenommen. Du hast dich dem Fleisch Manche angenähert. Manche legen ja auch Brian in Wasser. Ich habe schon mal was hineingelegt. Du hast dich angenähert. So, das hier sind jetzt zwei ganz normale Kugeln Rindfleisch. Schöner, wichtig ist beim Rindfleisch Fettanteil.
Ich habe jetzt hier ungefähr 20%. Wenn ihr beim Metzger bestellt, sagt einfach Bescheid. In dem Fall hat Carsten uns einfach das Ganze so schon mal schön grob gewolft. Und wir machen Smashed Burger, weil meiner Meinung nach, oder vielleicht auch unserer Meinung nach, sind Smashed Burger einfach der heiße Scheiß unter den Burgern. Kriegst super viel Geschmack ran, hast keine langen Garzeiten, kannst auch nicht viel falsch machen. Das ja, heißt, und extrem viele Röstaromen, ne? So, mal aber gucken. Eins kann ich auch sagen, der Gargrad Medium, der ist sehr schwer zu treffen beim Smash Burger. Schwer bis gar nicht. Was ich auch sagen kann, der Gargrad hier ist auch schwer zu treffen. Das ist Mahagoni-Griff. Die sieht nochmal nicht so aus, diese Smash Burger-Presse, aber dank Alexander hat die einen Mahagoni-Griff bekommen. Genau. 400 Grad plus. Ja, mal ein bisschen. Kann das bitte einer filmen? Oh Gott, nein. Kann das bitte einer filmen? Scheiße. Das ist nicht sein Ernst. Du hast nicht wirklich. So, das Ganze auf die Platte, so wie es ist. Und von oben einmal kräftig runterdrücken. Und hoffen, dass es nicht dran kleben bleibt. Drück jetzt ruhig nochmal mehr an. Alter, weißt du, was hier hochkommt an Fett? Ja, ist doch gut. Julian, das ist hier. Oh, oh shit! Das ist hier Hochleistungssport, den wir betreiben. Junge, Junge, Junge. Ach du Heilige, hier, naja, gut. Den Handschuh über. Dafür haben wir Gott sei Dank Grillhandschuhe. So, bevor der Grill durchdreht. Und die Patties zu dunkel werden. Übrigens, den Käse habe ich gerade einmal gedreht. Guck mal, wie der aussieht. Der dreht komplett am Rad. Also ist auf jeden Fall 20% Fettanteil. Kann ich nur empfehlen. Ja. Sehr geil. Guck mal, der Käse. Guckt euch mal mit diesem Käse an. Der wird schon richtig goldbraun. Wirklich hammermäßig. Ja. Also wir sind, was das angeht, schon mal fertig. Jetzt müssen wir uns echt ein bisschen beeilen, dass wir es noch zusammengelegt bekommen. Ich lasse es offen. Lass offen das Ding, ja. Folgende Situation. Hier. Burgerbrötchen. Jetzt kommt die geheime Zutat, die wir erst... jetzt euch verraten werden. Also gleich. Es wird auch immer hektisch am Ende bei Burger, ne? Ja, ja, weil du, das ist Timing, weißt du? Ich empfehle Timing. Euch, macht diesen Burger zu Hause nach ohne eine Kamera und habt da nicht so viel Stress. Ja. So, das hier ist der heiße Scheiß. Der heiße Scheiß. Das ist Lardo-Creme, auch von unserem Partner Landluft, wo auch der Bacon herkommt. Und diese Lardo-Creme, kann ich euch sagen, die riecht nicht nur fantastisch, die ist auch fantastisch. Und die wird der Butterersatz werden. Genau, falls ihr noch nie was von Lardo gehört habt, das ist im Prinzip Speck. Und der ist voll super Speck. Geschmacksintensiv. Und ja. Den kann man halt wunderbar nehmen, wenn es nicht so kalt ist. Und den hier einfach drüber geben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Berührung mit Lardo-Creme gehabt habt. Ich vermute nicht, denn hier haben wir tatsächlich Landluft gesagt, wir brauchen mal sowas, um den Burger zu pimpen. Und dann kamen wir auf die Idee, sowas zu machen. Deswegen, ich weiß nicht, ob sowas überhaupt auf dem Markt gibt. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich weiß aber, wo es das auf dem Markt gibt, bei Landluft. Nee, ich kann dir das sagen, ich weiß noch gar nicht, ob es im Shop verfügbar ist. Müsst ihr dann mal nachgucken, weil die wissen noch nicht, dass dieses Video bald kommt. Naja, wir gucken Alter. Mal, wir werden das sehen. Ey, heute fliegt mir alles weg, es ist so windig, Leute. So, die werden einmal von der Seite aufgetoastet. Und auch hier, wenn ich schon bei Neuerungen bin, dann möchte ich auch noch eine Sache nicht unerwähnt lassen, nämlich unsere lieben Freunde von der Bäckerei. Die haben Bio-Burger-Buns auf den Markt gebracht. Die sind komplett neu. Auch da weiß ich nicht, ob sie schon im Shop verfügbar sind. Wenn euch dafür interessiert, guckt mal nach. Die sind nämlich komplett, alles, was hier drin ist, ist kompostierbar. Das heißt, man kann die absolut komplett verwerten. Ja, und mehr Bio also geht eigentlich Verpackung nicht. Ist die Verpackung ist kompostierbar. Ja. Also ich finde es auch geil, wenn du ein Bioprodukt dir ausdenkst, dass du halt auch bei der Verpackung nicht auf jeden Fall, ja. Und dann durchziehst. Auf jeden Fall, ja. Finde ich super. Zack, so müssen sie aussehen. Richtig Alter. Schön goldig von innen. Das kann man natürlich auf dem Grill auch so machen, muss man nicht in der Pfanne machen, aber das war jetzt einfach. Und jetzt belegen wir den Burger voller guter Zutaten. Ich habe richtig Hunger, Julian. Ich mache das jetzt so, damit Alex das schön einfassen kann und damit ihr so richtig Hunger bekommt. Das ist der Gag dabei. Soße eurer Wahl. Einfach so, wie sie es nehmen. Du sagst mir Bescheid, wenn der Käse rauf soll, weil ich habe ihn nochmal zurück auf den Grill gelegt. Denn der Käse ist natürlich nur dann richtig genial, wenn er auch schön warm ist. Und wenn der hier draußen schon wieder kalt wird, dann ist der innen drin natürlich nicht so richtig schön am Laufen. Ne? Bisschen Salat noch fürs Auge, ne? Mhm. So, ich würde sagen, Fleisch unten, Käse oben, oder? Okay, dann gebe ich dir einmal Fleisch. Einmal Fleisch. Alter, die Röste. Und jetzt oben, ne? Den Käse. Guck mal, jetzt hat er sich auch wieder also ich schön kann jetzt schon mal, doch. Alter, ja, wir können jetzt schon mal festhalten, dass wir da komplett übertrieben haben. Und hier übrigens sieht man auch das, was ich meinte. Der Rost hat ja Wärme durchs Vorheizen. Dadurch haben wir trotzdem hier so einen leichten, dezenten Grillstreifen. Die reichen auch am Käse aus, finde ich. Ey, Leute, ich drehe durch, ne? Ich liebe Burger. Ich könnte davon einfach jeden Tag wahrscheinlich 10 essen. Denk an Bacon. Wie könnte ich Bacon vergessen? Der ist schon ein bisschen kalt geworden, aber gut. Das macht nichts. Kriegen wir improvisiert. Und jetzt... die süßen Zwiebeln oben drauf, um diesen Gegenspieler zu haben, den ich vorhin gesagt habe.
Alter, den kannst du auch nur im Anaconda. Dieser Burger wird nicht die Einheit 1 Sizzler, dieser Burger hat die Einheit 2 Sizzler. Genau, damit ihr das schon mal auch einordnen könnt. Falls ihr euch jetzt fragt, was redet der Typ da mit 1 Sizzler und 2 Sizzler, wir haben mal ein Video gemacht, die perfekte Burgerhöhe. Das verlinken wir euch auch gerne. Da lernt ihr, wie groß oder hoch ein perfekter Burger sein sollte. Ey, guck dir an. Komm, wir beißen rein. Mach da aus, wir beißen rein. Oh, Junge. Hörst du das, wie ist das hier anhört? Also wir haben hier einfach puren Geschmack. Wir haben die Lado-Creme unten drauf als Pimper. Das ist wirklich sozusagen der Insider. Und wir haben für einen Cheeseburger auch ausreichend Käse. Oh. Übrigens gibt es auch Chili-Cheese-Variante von dem Käse, ne? Hätte man auch nehmen. Ist das die Chili-Cheese? Das ist Chili-Cheese. Ach, das ist Chili-Cheese. Aha, mitgedacht, der Junge. Sehr gut, also du kannst alles machen. Normal, Alter. Mit Kräuter, guck mit Chili. Mal, wie cremig das aussieht. Unfassbar. Mm. Jetzt hauen wir rein. Mm. I love it. Alter. Unglaublich. Also, Burger Patty übrigens, wie angekündigt, komplett durchgebraten. Das ist beim Smash-Burger meistens so, macht aber nicht super saftig durch diesen Fettgehalt. Und der Käse ist ja so geil cremig, ne? Mhm. Oh. Leute, wir verlinken euch gerne nochmal weitere Burger-Videos. Ja. Ich wette, wir haben noch eins im Petto, was ihr angucken könnt. Das hier ist auf jeden Fall ultra geil. Mega. Alles ist einfach so weich, wisst ihr? Wenn man so einen Burger isst und du kannst ihn so richtig so knautschen und hast puren Geschmack so weich im Mund. Lieb Hammer. Ich. Hammer. Daumen hoch, Abo da lassen. Ciao.